Hallo Leute, willkommen zurück zu Warptorio. Nicht ganz sicher, welche Folge. Ihr seht das ja sowieso im Titel. Wir müssen als erstes unser Wasser anschließen. Hier. Hier einmal und dann schauen wir, was wir hier so finden. Da haben wir etwas Kohle, da oben haben wir Eisen und Kupfer. Und dieser Planet sieht ziemlich grün aus. Wir machen hier mal 4 für Kupfer hin, denn wir haben festgestellt, Kupfer, da mangelt es uns etwas. Und dann der Rest ist Eisen. Und da fehlen mir doch glatt 2 Förderer. Aber da kann ich ja unsere alten Öfen mit verwenden. Sofern ich denn an etwas Eisen kommen, genau so geht das. Einmal brauchen wir hier oben was für die Verteidigung. Da bei der Kohle, welche schon voll ist. Dann drehe ich mal eine Runde mit dem Auto, um zu sehen, was so los ist. Und sobald die Forschung für die Feuerrate fertig ist, werden wir uns anschauen, was wir denn an Factorio-spezifischer Forschung im Angebot haben. Und in welche Richtung, dass wir uns bewegen sollten. Die Feuerrate ist fertig. Das heißt, wir können uns hier mal anschauen, wo wir hingehen. Ich denke, wir müssen das forschen, denn das eröffnet uns all dies hier unten. Und eventuell werden wir das dann sowieso brauchen, um da weiterzukommen. Ich habe hier auch nochmals eine kleine Anlage aufgebaut für Ziegelstein, denn hier für die Militärforschung, da fehlt es uns hauptsächlich an Ziegelstein. Und dann natürlich hier immer schön nachlegen und auch schauen, dass wir Munition und Stahl produzieren. Nun, die Schaltkreise sind durch. Und vielleicht schaffen wir es, bevor unsere Zeit hier abgelaufen ist, den Timer um 10 Minuten zu verlängern. Wir brauchen da nur 50 Forschungsschritte und die sind ziemlich schnell. Das könnte sich ausgehen, denke ich, in 19 Minuten.
Ja, 5 Minuten länger. Und dann denke ich, als nächstes. Das erste Untergeschoss etwas vergrößern. Hier auf der Seite haben wir ein schönes Feld mit Öl. Und wir werden hier unseren ersten Außenposten eröffnen. Brauche ein paar mehr Rohre. Brauchen Verteidigung. Wir brauchen Strom. Dann machen wir das ganz billig. So. Da vielleicht etwas mehr rein. Und ein zweiter Turm hier hinten. Und jetzt kann ich nämlich auch hier durchlaufen und bin wieder zurück in der Basis. Und hier bunkern wir jetzt erst einmal das Rohöl. Wir werden das noch nicht verarbeiten, zumindest jetzt noch nicht. Denn typischerweise verbrauchen wir das Öl ziemlich schnell. Wenn wir da ein paar Raffinerien hinstellen. Drum möchte ich mal die Tanks einfach anfüllen. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt schauen wir, dass wir aus dem Öl Plastik bekommen, damit wir da für künftige Materialien was am Start haben. Gut, das erste Untergeschoss ist ausgebaut, dann machen wir doch mit dem darunter weiter. Und langsam wachsen wir hier. Wir sind hier noch nicht so groß wie hier oben. Sobald wir da die Größe haben wie oben, können wir die Maschinerie nach unten verlegen. Eine Größenordnung mehr wäre wünschenswert, denn ich denke, dann würden wir das ganze Gebilde hier auf die Seite reinbekommen. Und dann können wir auf der anderen Seite die Fläschchenproduktion für die Militärforschung aufbauen. Aber so weit sind wir noch nicht. Was sich nun zeigt mit dem Pumpen von Öl, haben wir nicht mehr genügend Strom für alles. Und wir können weiter forschen. Machen wir doch das. Das ist eine kleine. Wenn wir hier mal anschauen, wie sieht's denn so aus? Momentan haben wir noch etwas, aber wenn wir hier rüber gehen, da sehen wir zu wenig Strom und das ist, weil zu wenig Strom dadurch kommt. Und diese Forschung sollte dabei helfen, das dem entgegenzuwirken. Und
Obwohl wir hier länger bleiben können, geht die Zeit doch zu Ende. Und wir müssen ja nicht nur unsere Erzfelder nun abbauen, sondern auch noch die Ölpumpe. Und da gehen wir gleich mal rüber, um zu schauen, hat die Forschung etwas bewirkt in Bezug auf die Stromversorgung da drüben? Ja. Nun haben wir genügend Strom, allerdings etwas spät, denn wir sammeln all das ein. Packen das zusammen. Wir können den hier stehen lassen. Den bekommen wir dann auf dem nächsten Planeten wieder hier hingestellt. Und wir werden hier einfach weitermachen wie bisher. Und dann sehen wir uns auf dem nächsten Planeten wieder. Bis dann und tschüss.